Nachdem er den ReMF-Charger in allen möglichen Größen und Varianten schon, naja, gut, alle Varianten sind es bestimmt noch, die wir da probiert haben, zumindest die ersten Varianten nach dem Grundbauplan, sind die Stimmen laut geworden nach einem richtig, richtig großen ReMF-Charger. Hier übrigens auch super geeignet für normale Alkali-Batterien. Ne? Bis zu 8-mal geht es mit dem ReMF-Charger auch ganz passabel. Gut, jetzt aber zum riesen ReMF-Charger. Das ist er nu. Und ich hoffe mal, ihr seid jetzt live mit dabei beim allerersten Test. Also so die Grundtests, so dass er angeht und nichts durchraucht, das habe ich zwar gemacht, aber ich habe noch nie damit irgendwas geladen. Da seid ihr jetzt ganz live mit dabei. Ich habe hier meine zwei Dauerkandidaten. Das ist eine auf Allowed umgerüstete 12 Volt Autobatterie, die normalerweise, wo alle Zellen noch in Ordnung sein müssten, also so die 12 Volt hält sie schon, aber so richtig voll wird sie halt nicht. Ne? Also müssen die letzten Zellen mal richtig schön freigezockt werden. Und bei der hier, da ist eine Zelle definitiv im Arsch. Die habe ich dafür genommen, um mal einen richtig schönen Kurzschlussampere-Test zu machen. Deshalb auch hier jetzt ein kleiner Wasserstoffbubbler dran sozusagen. Diese Löchlein, die hier an den Batterien dran sind, die normalerweise so verkapselt sind wie hier drüben, ne? Ja, da passen solche Schläuche wunderbar rein und dann kann man die Dinger gleich als Wasserstoffzelle nehmen, ne? Hier noch ein kleiner Arresto mit dran. Naja, nichts für professionelle Versuche, aber für jetzt erstmal dürfte es funktionieren. Ja, dann würde ich sagen, starten wir das Teil mal. So, lasst es angeschlossen, ihr seid live dabei und sieht gut aus. Ist die eine Batterie bei 9,7 Volt und die andere bei 7,0 Volt. Also die hier drüben jetzt, ne, die riesengroße, die müsste bei 7 Volt sein und die hier auf dem Stuhl stand, das müsste die 9 Volt Batterie sein. In diesem Plan vom ReMF Charger seht ihr ja die zwei LEDs hintereinander. Ne? Da hat er hier zwar Blue LED hingeschrieben, hatte ich keine gehabt. Ich habe bernsteinfarbene genommen. Das sind jetzt bei mir die LEDs hier. Und ich habe mitbekommen, die kann ich zu- oder wegschalten. Ne? Also, weil wenn sie weggeschalten sind, dann geht auf den Trigger noch ein bisschen mehr Energie flöten. Und der Vorwiderstand wird dann auch etwas wärmer, aber richtig Ampere gehen dann in die Batterie rein. Gut, dann wollen wir mal starten für, ha, das ist jetzt die Batterie hier drüben, ne? Oder? Ja, genau, müsste sein. Fährt sie erst hoch, dann wieder runter. So, wollen wir aber erstmal gucken, wo ein schöner Ladepunkt ist. Und zwar hier nach rechts oder hier nach links. Bin ich jetzt nicht sicher. Nach rechts wohl eher. Ja, hier drüben müsste jetzt gut aussehen. Das wäre jetzt volle Pulle. Und jetzt hauen wir mal. Okay, das ist jetzt der PNP. Also ich muss dazu sagen, die Seite ist PNP angesteuert und die andere ist NPN angesteuert. Aber zum Detail dann später nochmal. Ich will jetzt erstmal gucken, wie es funktioniert. So, jetzt gehen wir mal auf die andere Seite rüber. Sind wir bei 9,7 Volt. Und hauen die Ladung rein. Und gehen auch hier mit dem Potti etwas höher. Bis Anschlag. Alles was geht. Ja. Okay, das hält er jedenfalls schon mal aus. Das ist ja aber auch nur der normale Modus, wollen wir mal so sagen. Die kniffligen Sachen kommen dann erst. So, mal gucken, wie viel Ampere hier reingehen. Okay, da sind wir nur bei 300 mA. Das ist natürlich noch nicht viel. Und hier sagt er 400 mA. Das ist natürlich auch noch nicht viel. Woran liegt das?
Und zwar liegt es daran, hier gehen wir praktisch rein mit unserer Spannung. Das ist der erste Trafo, der durchflossen wird, sozusagen von unserer 220 Volt. Und das ist ein 110 Volt Trafo. Ne? Dann ist der mit dem in Reihe geschalten, der andere 110 Volt Trafo. Und die beiden Trafos haben jetzt jeweils 12 Volt und 24 Volt. Ne? Und somit ist es mir möglich, zwei getrennte Potenziale zu haben. Einmal hier drüben, wo 12 und 24 Volt als ein Potenzial möglich ist. Und hier drüben eins, wo 12 und 24 als Potenzial möglich ist. Das wird dann hier gleichgerichtet und auf diese Kondensatoren draufgehauen. So, und Hintergrund des Ganzen ist bei mir, wenn ich die linke Seite mit einem PNP-Transistor ansteuere und die rechte Seite mit einem NPN-Transistor ansteuere und ich die Ausgänge dann aufeinanderlegen möchte, kann ich das nicht tun, wenn die dieselbe Spannungsquelle haben, ne? Weil ich dann Minus und Plus kurz schließe und ach, das geht dann gar nicht so gut. Mit dieser Anordnung, wo das zwei getrennte Potenziale dann sind, müsste es aber theoretischerweise zumindest funktionieren. Mal gucken, wie es dann in der Praxis aussieht. So, nochmal zu dem, warum das jetzt nur 300 mA gewesen ist. Ja, ihr könnt euch denken, ich habe jetzt nur auf 12 Volt geschalten, ne? Also ich gehe jetzt nur mit 12 Volt hier rein und schon das reicht. Na gut, die waren ja noch gar bei 12 Volt gewesen, ne? Ja, Kunststück, ne? Deshalb gehen auch ein paar Milliampere rein, aber den richtigen Ampere-Test machen wir jetzt mit 24 Volt. So, da gehen wir hier nochmal, das ist aus und das müsste 24 Volt sein. Hier gehen wir aber nochmal mit dem Potti ganz zurück. Jawohl. Und wir wollen auch gucken, wie viel Ladung da ist. Deshalb schalte ich die LEDs nochmal ein. So, und jetzt das ganze Spiel nochmal. Drückt nochmal die Daumen. Volt und 9,8 Volt. Aha. So, obwohl beides gleich gewickelt sind, ne, das sind zwei Joule-Tiefs drin, die könnt ihr jetzt leider nicht sehen, die sind genau hier unten drunter, aber halt stinknormale Joule-Tiefs, wo ich einen Schlitz reingesägt habe. Und ja, die Triggerwicklung genauso viele, ich glaube 15 Windungen und vom Draht her, ich glaube 1 und 0,5er Draht war es gewesen. Oder das 1,5er gewesen sein, war schon ein bisschen dicker gewesen. Was mich jetzt wundert, dass die zwei hier viel heller da sind als die hier. So, die schalte ich jetzt mal weg. Dann geht hier richtig Ladung rein in die. Also jetzt zumindest mit einem Vorwiderstand von 5 Kilo um. Ne? Gut, da geht nämlich noch nichts. 0,13, 14, 15. So, ich regle jetzt hier langsam mal hoch. Wird schon mehr. Ja. 400, 500, 600, 700. Gut, jetzt bin ich Anschlag. 390 Ohm Vorwiderstand und 1,5 Ampere. Bei 24 Volt Eingang jetzt. Okay. Das ist die NPN-Version hier, BU, mal gucken, ob er es erkennt. Genau, das ist der Transistor dafür. Und ich schätze mal, da kann ich hier die Vorwiderstände dann doch noch etwas geringer nehmen. Das sind erst 390 Ohm Vorwiderstände, die hier dann dran sind für die Triggerwicklung. Und ich glaube, da könnte noch etwas mehr gehen. Na gut, das sind ja aber sowieso nur die Spitzen, die es hier anzeigt. Mal gucken, wie es jetzt hier drüben ausschaut. Bei dieser welche. So, da sind wir. Wieso sind wir ja auch schon bei 1,6 Ampere? Ach, das glaube ich ja jetzt fast gar nicht. Moment, habe ich auch relativ weggedrückt. Ja, 0. Das ist natürlich nicht schlecht. Alles klar. Ja, die ist auch schon bei 12,4 Volt, so wie es aussieht.
Ist das jetzt die oder ist das die nicht? Ich schalte mal rein. Jawohl, das ist die. Und jetzt geht noch mehr rein, 1,7 Ampere. Und jetzt könnte ich erst hochdrehen. Jetzt drehen wir mal hoch. Ui, 4 Ampere, 5 Ampere, 6 Ampere. Und hier bei 28 Volt die Batterie. Krass, krass, krass. Naja, da müsste ja jetzt auch langsam anfangen mit Blubbern normalerweise hier drüben, ne? Schätze ich mal. Kommt da schon was? Blubbert da schon was? Oder nimmt sie noch Ladung auf? Also ich traue mich jetzt mal gar nicht weiter zu drehen, ne? Das hier ist die Potti-Einstellung. Wir sind 5 Kilo Ohm Potti und ja, ich denke jetzt mal so immer noch über 1 Kilo Ohm Vorwiderstand. Also wenn ich jetzt noch weiter rüber drehe. Aber die PNP-Seite geht ja zu krass. Ist ja heftig. Da traue ich mich jetzt wirklich nicht noch weiter rüber zu drehen. Und hier zeigt er wahrscheinlich irgendwelchen Murks an mit 27 Volt. Ich will mal direkt an der Batterie messen. Mal schauen. Tatsache, 25 Volt und sinkt. 25,4, 25,3. Das ist ja heftig. Das ist ja, könnt ihr das überhaupt sehen? Also es, bei so einer Voltzahl hatte ich noch nie irgendeine Batterie gehabt. Jetzt mal ohne Scheiß. Das ist also jedenfalls nicht von der Größe. Ne, von kleineren her kenne ich so von so 5 Ampere-Stunden Dingern, wenn sie sehr hochohmig gewesen sind. Aber das zieht ja jetzt selbst mir voll die Schuhe aus. Das hammerhart. So, 8,5 Ampere schon. Gut, sinkt jetzt langsam runter. Krass, krass. Okay, so, da könnt ihr mal erleben. Da, das ist schön, die Freude zu teilen, muss ich sagen. Ne, hört ihr mich jubeln? Oh Mann. Haha. Naja, mal schauen. Vielleicht habe ich bald mehr Autobatterien, als mir lieb ist, die funktionieren. Gut. So, ja, den eigentlichen Test, den ich dann eigentlich vorhatte, ja, Leute, das machen wir jetzt erstmal nie. Jetzt 10 Ampere. Krass. Jetzt gehen wir ein bisschen zurück, wa? Na, das ist ja heftig. Jetzt nimmt sie ja richtig Ladung auf. Krasse Scheiße. Das ist wirklich krasse Scheiße. So, ich mache jetzt mal noch einen Langzeittest, ne? Nee, mache ich doch nicht. Schade. Da hat es dann irgendwas doch durchgehauen. Jetzt geht's wieder los. Was soll denn das sein? Das ist doch kein Schaltnetzteil. Da geht doch hier... Ich habe eine Sicherung eingebaut. Wieso geht denn da jetzt? Ich fahre mal ein bisschen runter. So, jetzt habe ich vollen Vorwiderstand drin. Aber zieht immer noch 10 Ampere. Also irgendwas ist jetzt hier... So, nehmen wir mal. Krass, und jetzt habe ich nur. Oh, jetzt habe ich die LEDs sogar. Und jetzt fährt er wieder runter. Ja, also das erklärt mir jetzt mal einer hier. Und jetzt fährt er wieder los. Gut, jetzt schalte ich erstmal aus, Leute. Wie soll das funktionieren? Ich gehe hier mit 220 Volt rein. Ne, hier ist das Kabel. Das geht hier in die Steckdose rein. So, dann habe ich hier einen Schalter. Und da ist nur eine 5 Ampere Sicherung voll überdimensioniert für die Eingangsseite, gebe ich zu. Und wenn man ausgeschalten habe, ich ziehe mal raus. Dann kann ich auch dran rumtalfern. Der ist schon ordentlich. Der ist schon ordentlich warm, die Seite. Die Seite und die Seite, die sind schon ordentlich warm. Was ist denn noch so alles warm geworden? Kondensatoren kalt. Die Gleichrichter. Die sind ja ordentlich warm geworden. Haha, gut, dass ich eine... Na gut, dann muss ich hier vielleicht noch einen Lüfter mit runter machen. Aber die sind ja... Boah. Aha. So, wie sieht's hier aus? Das ist kalt. Der ist ein... Der ist feuerheiß. Der ist feuerheiß hier.
Da muss vielleicht doch noch ein bisschen mehr Kühlung hin. Und der hier geht auch so halbwegs. Na gut, also hüben und drüben mal noch Lüftungsschlitze reinmachen, dass Frischluft nachgezogen werden kann. Aber wieso schaltet der dann mal kurz aus? Und dann geht er wieder an. Ist hier irgendwas Selbstheilendes mit drin? Das sind übrigens die Dioden, die verbaut worden sind. Die halten 45 Ampere aus, also an denen kann es eigentlich nicht liegen. Ja, also mich freut schon mal, dass es wenigstens kurz geht. Und das war ja sowieso der Kurzschlusskandidat gewesen, ne, wo ich erwartet habe, dass, wenn er richtig losgeht, da bis an seine Leistungsgrenze geht. Das hat er zumindest gut hingekriegt. Ich bin soweit zufrieden, Leute. Bis später. Ein ganz kleiner Nachtrag noch. Ich bin jetzt wieder auf 12 Volt gegangen. Und siehe da, ne, der Kandidat nimmt jetzt 2,5 Ampere auf. Also muss ich wahrscheinlich auch erst warm laufen sozusagen. Aber naja, wie gesagt, ist 10 Volt. Ne, eine Zelle ist kurz geschlossen davon. Und da reicht 12 Volt als Eingang. Wunderbar. Hier für eine funktionierende 12 Volt natürlich nichts. Da müssen wir mit 24 Volt dann fahren. So, gut. Nur, dass ihr nochmal gesehen habt, dass es immer noch funktioniert. Auf jeden Fall, bis später. Von wegen bis später, das hier muss jetzt noch sein. Auch die Batterie nimmt jetzt 2,5 Ampere auf. Ist jetzt bei 13 Volt und die ist ja noch voll in Ordnung. Also das freut mich jetzt extrem. Auch mit 12 Volt Eingang. Na sehr schön, noch besser.